Na endlich. Wurde Zeit. Überfällig. Würde ich auch in etwa in Richtung Vollkatastrophe einordnen. Finde ich besser. Also getrauert habe ich nicht, um Gottes Willen. Nein. Was für ein Paukenschlag. Die verhängnisvolle Ampelkoalition ist krachend gescheitert. Krachend gescheitert sind auch die Sondierungsverhandlungen hier in Sachsen zwischen CDU, BSW und SPD. Doch was denken die Bürger hier in Dresden und in Sachsen darüber? Was erhoffen sie sich von einer neuen Regierung und was wollen sie überhaupt für eine neue Regierung? Wir haben uns in Dresden umgehört. Was halten Sie vom Ende der Ampelkoalition? Na endlich. Wurde Zeit? Überfällig. Würde ich auch in etwa in Richtung Vollkatastrophe einordnen. Zerstritten. Am Anfang hat man irgendwie noch gute Miene zum bösen Spiel gemacht und irgendwann hat sich rauskristallisiert, das kann so nicht funktionieren. Und von daher würde ich das mal so formulieren, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Neue Wahlen und dann schauen wir mal. Finde ich besser. Ampelregierung ist halt, ich finde, die Bürger sollten eigentlich selber sagen, was sie haben wollen. Punkt. Also getrauert habe ich nicht, um Gottes Willen, nein. Also für Sie waren die Grünen kein guter Teil dieser Koalition? Gucken Sie sich doch das Land an, es geht alles im Bach runter. Habe ich vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders gesehen, da war ich der Meinung, dass sie das hinkriegen. Mittlerweile bin ich da eher etwas skeptisch. Also ich weiß nicht, da bin ich ein bisschen skeptisch, ob das wirklich funktioniert mit den Grünen. Ja. Und welche Regierung, welche Koalition wünschen Sie sich für Deutschland? Das ist eine gute Frage, weil die Frage ist, was passiert, wenn wir wählen und wie sind die Mehrheitsverhältnisse? Ich würde mal insgesamt tippen, das könnte schwierig sein, überhaupt eine Mehrheit zu finden. BSW ist für mich auch eine Vollkatastrophe. Die Linken sind bundesweit sowieso raus und da bleibt nicht mehr so viel übrig. Schwarz-Gelb war mal mein Favorit vor vielen Jahren. Ob das jetzt heute noch funktioniert, ich weiß es nicht. Alles, was grün ist, ist für mich wie ein rotes Tuch. Herr Merz wird nicht mit den Grünen zusammenarbeiten, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, ich wünschte mir, dass jeder Bürger irgendwie was sagen könnte und halt die Bürger selbst entscheiden, wählen und dann wird halt entschieden. Und warum waren Sie nicht zufrieden mit der Ampelregierung? Ja, weil die halt Sachen beschlossen haben, die halt total sinnlos sind und die keinen Rechtwert haben soll. Ich bin auch dafür, dass die Ampel, nicht dafür, sondern ich bin der Meinung, die Ampel hat nicht das Richtige getan, um die Bürger wirklich mitzunehmen. Ja, die sagen zwar immer, wir müssen die Bürger mehr erklären, mitnehmen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da was mitgenommen wird. Und hat sich die Ampelregierung auf ihr Leben ausgewirkt? Zum Positiven, hat die was verändert? Na, höchstens zum Negativen. Die ganze Integrationspolitik, die betrieben wird, die ist meiner Meinung nach schädlich für Deutschland. Und was wünschen Sie sich jetzt für eine Regierung in Deutschland? Haben Sie da Vorstellungen? Ja, das, was eigentlich eine Regierung sein sollte, eine Volksvertretung. Und nicht die nur in die eigene Tasche wirtschaften, alles ignorieren, was das Volk sagt. Und wie finden Sie die Berichterstattung über die AfD in den Medien? Ja, die ist einfach, man hat immer das Gefühl, die AfD muss so weit wie möglich kurz gehalten werden. Also ja, nicht was Positives zu berichten über die AfD, immer was Negatives. Ja. Das ist das Grundprinzip der Medien, denke ich mal. Der Deutschlandkurier ist für seine unabhängige und unangepasste Berichterstattung auf Ihre Unterstützung angewiesen. Denn ohne seine Zuschauer könnte der Deutschlandkurier nicht überleben. Schauen Sie in die Videobeschreibung und lesen Sie, wie Sie uns konkret unterstützen können.